Gab es eigentlich je ein Nachspiel zu dem Gesangsauftritt der CDU-Führung nach dem Sieg bei der Bundestagswahl? Ursula von der Leyen ist gerade weg. Die hat sehr gut mitgesungen. Gab es da so ein Nachspiel? Hat sie irgendjemand? Die Ursula von der Leyen, die kann da noch viel mehr erzählen. Wir haben ja mal ein Wohnzimmerkonzert bei den Albrechts gespielt und da den Partykeller auseinandergenommen. Und da war die noch ein ganz unschuldiges Mädchen und von der Situation überfordert. Aber tatsächlich hatte diese Sache ein Nachspiel. Wer hat euch eingeladen, der Ministerpräsident? Nee, ein Freund des Sohnes. Wir wussten gar nicht genau, wo wir hinfahren. Klassiker. Und wir haben dann wiederum ein paar Punks aus der Innenstadt von Hannover mitgenommen, die da angefangen haben, in die Blumenbeete zu pissen. Und die Sicherheitsangestellten waren extremst überfordert von der Situation. Aber es ist lange her. Und dieser nicht so lang zurückliegende Auftritt bei der Bundestagswahl? Ja, es war unangenehm. Also es gibt ja sowas wie Applaus von der falschen Seite oder dass man so zusammenzuckt, wenn man hört... Jetzt fangen die da an bei der CDU, bei dieser Siegernacht. Hat sich jemand entschuldigt? Die Zeit ist leider zu Ende. Es ist so spannend. Ja, die Kanzlerin hat angerufen. Nee, bei wem? Jawohl. Ja, bei uns im Büro. Also, ist dann, nicht wahr. Also das Kanzleramt. Und hat gesagt, Frau Merkel sorry. Möchte gerne mit dem Campino sprechen. Wie kann man das arrangieren? Dann habe ich gesagt, okay Leute, das ist die Titanic, die wollen uns hier reinlegen. oder irgendwas anderes. Ja, wir rufen wiederum eine offizielle Nummer an beim Bundeskanzleramt und checken das, ob das stimmt. Dann haben die da drüben angefangen zu lachen und gesagt, nee, das ist schon durchaus der Fall. Die Frau Merkel würde gerne mit dem Campino sprechen. Wir haben dann erstmal wieder 4 Stunden lang blaue Stunde gehabt, also wo wir alles besprechen. Nicht alle fanden das toll, dass sie anrufen darf. Aber ich habe dann gesagt, also wenn solche Leute sich melden, dann können wir uns hier nicht verlangen. So eine nette Geste eigentlich. Habt ihr euch erkundigt, haben die auch einen Partykeller im Kanzleramt? Soweit ist es nicht gekommen. Ich habe meine Nummer weitergegeben. Sie hat sich gemeldet und sie sagt dann, ja, Herr Campino, ich rufe an, weil wir sind ja da letzten Sonntag so auf Ihrem Lied rumgetrampelt. Hat sie selbst ja, und den Rest kann man in unserer Biografie... Toll, tolle Geschichte.